Herzlich willkommen zu unserem Video mit dem Titel Warum Staaten Hirnkonstrukte sind. Heute sprechen wir darüber, dass Staaten keine realen, materiellen Entitäten sind, sondern Konzepte, die in unseren Köpfen existieren, einfach nur, weil wir uns darauf geeinigt haben. Noch nie darüber nachgedacht? Genau das wollen wir in diesem Video tun. Staaten sind keine physischen Objekte. Sie sind nicht aus Stein, Holz oder Metall gemacht. Stattdessen sind Staaten eine Art kollektives mentales Konstrukt. Sie existieren in unseren Köpfen, in unserer Vorstellung und in den sozialen Strukturen, die wir geschaffen haben. Ebenso sind logischerweise auch Staatsangehörigkeiten ein Produkt unserer Einbildungen und der Akzeptanz dieser allgemeinen Vorstellung. Personalausweise mögen zwar materiell existieren, machen den Staat aber dennoch nur in unseren Köpfen realer. Betrachten wir einmal die Tatsache, dass Staaten und ihre Grenzen ständig im Wandel sind. Menschen haben im Laufe der Geschichte Grenzen verschoben, Länder aufgeteilt und sich zu neuen Staatsformen zusammengeschlossen. Regierungen und Gesetze ändern sich ständig. Diese Instabilität zeigt, dass Staaten keine festen, unveränderlichen Entitäten sind. Nichts, auf das man bauen könnte. Im Gegensatz dazu gibt es in der Natur Gesetze und Prinzipien, die konstant sind und nicht von Menschenhand gemacht wurden. Die Natur gehorcht ihren eigenen Regeln, die nicht von oben diktiert sind. Sie existiert unabhängig von menschlicher Vorstellungskraft und politischer Manipulation. Im Gegensatz zu Staaten ist die Natur etwas Beständiges, auf das man sich verlassen kann, bei aller Wandlungsfähigkeit, die sie besitzt. Betrachten wir nun die Rolle von Staaten als Kontrollorgane. Sie haben die Macht, Menschen zu regieren, zu kontrollieren und in vielen Fällen auszubeuten. Diese Strukturen sind oft von Menschen geschaffen, um Macht und Ressourcen zu kontrollieren. Dabei funktioniert das alles ausschließlich über unseren Gehorsam. Über ihn fließt unsere Macht in diese Kontrollorgane. Und nur so bekommen sie es überhaupt Macht über uns. Weil es unsere eigene Macht ist, die auf diese Weise gegen uns verwendet wird und uns in ein ständiges Gegeneinander verwickelt. Staaten versprechen Sicherheit, bringen uns aber genau das Gegenteil. Sie machen uns abhängig. Und wer abhängig ist, ist vor allem eines nicht, nämlich frei. In diesem Zusammenhang möchten wir dazu einladen, über unseren eigenen Gehorsam nachzudenken. Wie tragen wir persönlich alltäglich dazu bei, diese Maschinerie am Laufen zu halten? Sind wir bereit, unsere Vorstellung von Staaten und deren Rolle in unserer Gesellschaft zu hinterfragen? Wie kommt es, dass wir wildfremden Menschen mehr vertrauen als unserem eigenen Bauchgefühl? Bitte nutzt die Kommentarfunktion, um uns und einander an euren Gedanken zum Thema teilhaben zu lassen. Je mehr wir uns damit beschäftigen, desto leichter kommen wir aus diesem Schlamassel wieder raus. Denn es ist lediglich eine Frage des Bewusstseins,
Sind wir uns im Alltag bewusst darüber, dass Staaten nur ein Hirnkonstrukt sind und was genau das für uns eigentlich bedeutet? Wenn nicht, müssen wir einfach nur mehr darüber reden. So simpel ist das. Zusammenfassend können wir feststellen, dass Staaten Hirnkonstrukte sind, die in unseren Köpfen existieren. Sie sind veränderlich, instabil und Instrumente der Kontrolle. Es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, wie viel wir bereit sind, dieser Vorstellung noch Gehorsam zu leisten und sie auf diese Weise weiter dabei zu unterstützen, uns das Leben schwer zu machen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video anzusehen. Wir hoffen, es hat ein wenig dabei geholfen, über das Thema Staaten und ihre Rolle in unserer Welt nachzudenken. Bitte vergesst nicht, dieses Video zu teilen und über das Gesagte weiter nachzudenken, vorzugsweise laut und mit anderen. Da der YouTube-Algorithmus meine Videos kaum jemandem vorschlägt, danke ich all denen, die ein Gefällt mir dalassen und oder kommentieren und vor allem denen, die sie teilen. Nur euch habe ich zu verdanken, dass überhaupt jemand sieht.